Na endlich. Ich sag ja, ich bin ein Genie. Ach, hier bist du. Was treibst du denn bloß? Ich hab Sightseeing. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Was? Nein. Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast, wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay, darüber sprechen wir noch. Lass uns jetzt erstmal schauen, wie wir an diese Videodaten kommen. Ja, gute Idee. Hier wimmelt es bestimmt nur so von... Sicherheitssystem. War ich das? Es ist nicht so gut, ne? Der Alarm ist noch nicht ausgelöst worden. Wahrscheinlich sind wir sicher, solange du nicht an den Terminals herumspielst. Und was mache ich jetzt? Versuch, die Kameras abzulenken. Vielleicht kann ich so unbemerkt an ein Terminal gelangen. Na, das sollte doch kein Problem sein. Die Kameras lieben mich. Ich bin ja auch der Fotogenere von uns beiden. Aha, ich glaube, ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45-Grad-Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlangläufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki. Das wird ein Spaß. Es wird funky. Rufus muss die Kameras ablenken, wenn er dich an ihnen vorbeigeht. Kann er goalfreie Bahnen erschaffen. Dabei kann Rufus immer nur direkt an... grenzende Felder betreten. Sprich Cole an, sobald der Weg zum markierten Terminal frei ist. Dein Tipp. Nö. 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 Okay. Nö. Nö. Okay. Nö. Jetzt! Aber dann laufe ich doch mitten in die Kamera. Oh, stimmt. Entschuldigung. Okay. Warte mal. Die ist blau. Die muss ich wegkriegen da. Jetzt! Wie jetzt? Rufus, der Weg ist ja noch gar nicht frei. Ach so, warte mal, das hab ich gleich. Okay. Okay, so geht das wieder weg. Okay, das wäre dann so. Warte mal. Okay. Das habe ich so. Ich muss die blaue noch wegkriegen. Obwohl, die blaue hat so ein Sichtfeld bis da, ne? Paul, jetzt! Nicht, Rufus! Dann sieht mich die Kamera doch! Ach ja! Paul, jetzt! Okay, jetzt muss ich die freikriegen da. Nö. Das wird ja ein Spaß. Warte mal. Das ist so.
Muss ich darüber lenken noch? Dann ist die Mitte da frei. Dann... Zack. Nö. Okay. Nö. Die Zeit. So ist die weg. Ich muss die da oben wegkriegen noch. Ach, warte mal. Wie mich erst dann da. So. Paul, jetzt! So, jetzt muss ich das noch freikriegen. Nö. Er tippte mal falsch. Nö. Nö. Muss er das da wegkriegen? Nö. Nö. Paul, jetzt! Okay. Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Und es fetzt. Rufus, Rufus, Rufus. 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 Aber dann laufe ich doch mitten in die Kamera. Oh, stimmt. Entschuldigung. Warum bleibt die da nicht stehen? Na gut, dann hat er die erwischt. Paul, jetzt! Wie jetzt? Rufus! Warte mal, das...
Nö. Warte mal. Nö. Wenn ich hier wieder frei mache, dass sie hier wieder hinläuft. Klappt das? Paul, jetzt! Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Und es fetzt. Rufus, Rufus, Rufus. 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 Nicht Rufus, dann sieht mich die Kamera doch. Ach ja. Ehrlich? Okay. Hallo? Nö. So, jetzt aber. Paul, jetzt! Man muss hier den Weg versperren. Diese Grazie, dieses Taktgefühl, diese Fähigkeit, die ganze Welt um sich herum zu ignorieren. Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die Sie sprengen wollen? Touché, Cletus. Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schaff das Mädchen auf die Brücke. Fräulein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Goal! Dir wird schon was einfallen. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen. Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung, Sie kommen jetzt mit. Warten Sie doch. Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Ja. Was nehme ich denn da? Noch einmal Elysium sehen. Okay. Laut Konvention muss es ein realistischer Wunsch sein. Realistische Wünsche kann doch jeder. Aber na gut. Eine letzte Zigarette. Natürlich. Ich gehe nur schnell meine Filter holen. Warten Sie hier bitte so lange. Was denn? Muss ich die auch noch selber drehen? Nee, bleiben Sie mal hier. Ich hab's mir anders überlegt. Sein Ernst? Geld. Viel Geld. Geld? Hier gibt es kein Geld. Der Organon arbeitet unehrenamtlich. Macht nichts, hat keine Eile. Ich kann warten. Ich aber nicht. Wünschen Sie sich gefälligst was Vernünftiges. Noch einmal das Meer sehen. Kein Problem. Ich wollte Sie sowieso ins Meer schmeißen. Aber wir müssen uns beeilen. Der Kreuzer fährt jeden Moment in Porta Fisco ein. Super. Außerdem wünsche ich mir... Moment mal, das war doch schon Ihr Wunsch. Wie kann das mein letzter Wunsch gewesen sein, wo ich doch noch einen habe? Ja, das leuchtet mir ein. Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie... In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee. Und ein Potspot. So, dann hinterher. Okay. Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Zertrümmert
ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein! Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zerstecht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Cletus und Donner? Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Was haben wir hier denn alles? Gutes Versteck. Der Schrank wäre ein perfektes Versteck, geradezu klassisch. Leider ist er besetzt. Typisch unser Oppenbot. Steht immer im Weg rum. So wie sich das gehört. Diesen Hintergrund hat auch, muss ich fast sagen, weil das gilt eigentlich für fast das komplette Kapitel, nicht Micha fertiggestellt, sondern die gute Fabi. Auch eine unserer alteingedientesten Animatoren, die immer wieder Freelancer-mäßig für Projekte rangezogen wird und hier einfach nicht mehr rauskommt aus dem ganzen Haufen. Die Fabi, die hat nämlich mit unserer Chefanimatorin zusammen studiert, an der Animation School hier in Hamburg. Und sagt man da überhaupt studiert? Ich weiß nicht, studiert man? Man zeichnet ja, ne? Also animiert halt. Ah, übrigens, Animatore, also ein Animator, bitte nicht mit einem Animateur verwechseln. Das sind zwei unterschiedliche Berufe. Den Fehler macht hier unser Chef, der Carsten, der macht den immer wieder, wenn er irgendwelche Sachen präsentiert und sagt dann immer wieder aus Versehen Animateur. Das ist natürlich falsch. Animator. Okay. Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Sehr gut. Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel. Und jetzt nichts wie in Deckung. Ach, da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay, Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil, ich bestehe sogar darauf. Na dann, vorwärts! Mit dem größten Vergnügen. Na, das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. Das klappt ja wie am Schnürchen. Jetzt? Hä? Oh. Wow, eine Pritsche. Wirklich originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Ach, der Interrogator. Endlich. Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder, nein, Cletus? Wer... Weder noch. Gestatten? Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen... Ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000 Menschen. So viel. Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus Ihnen die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will Ihnen nicht helfen. Er benutzt Sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... Gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen,
Ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind.